Hallo zusammen! Heute möchte ich euch zusammen in Kooperation mit Orsi 10 Hair-Hacks zeigen, die euren Alltag hoffentlich erleichtern. Die entscheidende Rolle für die Pflege eurer Haare spielt auf jeden Fall das Shampoo. Ich kann euch auf jeden Fall die Repair Miracle Collection ans Herz legen. Das ist wie eine Art Erste-Hilfe-Set für eure Haare. Es glättet die Haare, pflegt und versorgt sie mit viel Feuchtigkeit. Ihr kennt das Problem mit Sicherheit auch, eure Haare sind einfach sehr trocken. Probiert es beim Haarewaschen einfach mal aus, indem ihr das Shampoo lediglich gut am Haaransatz einmassiert und das Shampoo nicht in die Längen oder in die Spitzen auftragt. Ihr werdet schon sofort merken, dass eure Haare viel weicher sind. Haare weich wie vom Friseur, das wünscht sich doch jede von uns. Tragt einfach den Conditioner in euren Haarspitzen auf und lasst ihn über Nacht in euer Haar einwirken. Und wenn ihr morgens früh dann eure Haare ausspült, sind sie richtig weich. Wer kennt das Problem nicht? Andauernd verlieren wir unsere Haargummis. Dafür habe ich den Trick. Schneidet einfach aus kaputten oder alten Strumpfhosen und Strümpfen eure Haargummis und ihr werdet nie wieder euch ärgern, wenn ihr wieder ein Haargummi verliert. Außerdem sind diese Haargummis sehr schonend für die Haare und ihr braucht euch nicht so schnell wieder neue kaufen. Oh Schreck, da schaut man einmal in den Spiegel und die Haare stehen ab. Da gibt's nur einen Trick. Am besten eine Zahnbürste mit etwas Haarspray über die abstehende Stelle geben und schon sitzen die Haare wieder perfekt. Ihr möchtet nicht schon wieder die gleichen Locken tragen? Dann habe ich jetzt die Idee. Ihr braucht einfach nur ein paar Haarnadeln und ein paar Haarklammern sowie ein paar Strohhalme und dann kann es auch schon losgehen. Ihr müsst einfach ganz dünn abgeteilte Haarsträhnen über den Strohhalm aufwickeln und das lasst ihr am besten ein paar Stunden in euren Haaren. Dann habt ihr eine Wahnsinnsmähne und ganz viel Volumen. Es sieht fast schon aus wie ein Afro, aber mir gefällt es total. Oh nein, euer Shampoo ist leer. Was jetzt? Ja, da gibt es auch einen Trick, den könnt ihr natürlich im absoluten Notfall anwenden. Ihr befüllt einfach euer restliches Shampoo mit etwas Wasser, verdünnt es sozusagen und dann könnt ihr noch einmal das Shampoo verwenden. Du gehst nicht gerne zum Friseur und hast splissanfälliges Haar? Dann weiß ich, wie du jetzt deine Spitzen schneidest, ohne was falsch zu machen. Dreh deine Haare einfach ein und schneide ganz vorsichtig die Spitzen etwas ab. Jetzt, wo ihr den super Strumpfhosen-Haargummi-Tipp kennt, verrate ich euch auch noch, wie ihr eure Haargummis nie wieder verliert und steckt alle Haargummis mit der Haarklammer zusammen. Eine wichtige Voraussetzung, um eure Haare richtig durchkämmen zu können, ist auf jeden Fall Haaröl. Es schützt vor Brüchigkeit, es sorgt für Geschmeidigkeit und schützt die Haare vor dem Styling. Es gibt drei Anwendungsmöglichkeiten. Einmal vor der Haarwäsche, beim Haarewaschen oder ihr tragt es euch einfach danach in die trockenen Haare auf. Ihr müsst nie wieder verzweifeln beim Haarekämmen. Fangt einfach in den Spitzen an und arbeitet euch hoch bis zum Ansatz beim Auskämmen, denn dann klappt es viel besser. Abends wäscht man sich die Haare und am nächsten Morgen sehen sie schon fettig aus. Um das zu vermeiden, sprühen wir am Abend zuvor etwas Trockenshampoo in die Haare und am nächsten Morgen sind sie gar nicht fettig.
Zum Schluss wollte ich mich nochmal bei der tollen Kooperation bei Aussie bedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal, welcher Tipp euch am besten gefallen hat. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich sehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!